Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Ihr seht's, der Kohleofen, der haut hier noch ordentlich rein. Die kommt da rein. Ich habe hier drin auch ein bisschen umgebaut, wie ihr es sehen könnt. Und in der einen Kiste war gerade Holz, aus dem einfachen Grund, weil ich gerne anfangen möchte, eine Mauer zu bauen, damit wir ansatzweise etwas safe sind. Hier fehlt uns noch, ja kommt, eins werden wir hier noch hinstellen müssen, ne? Denn ich kriege bald den Zuwachs auf der Map. Und ich weiß noch nicht, in welcher Folge es passieren wird, dass ich dann mit jemandem zusammen hier drauf spiele. Aber ich denke mal, so in den nächsten 2-3 Folgen wird das passieren. So, aber bevor wir mit der Mauer anfangen, werden wir uns heute mal die Schmiede herstellen. Dazu brauche ich 6 Kupfer, 10 Holz, 4 Kohle, 4 Stein. Da müssen wir uns doch mal hier hinten was holen. Zwischen der letzten und dieser Folge habe ich natürlich offscreen noch ein bisschen gefarmt. Das sieht man, glaube ich, hier dran. Sieht man das an den Steinen? Sieht man es auch dran? An den Steinen sieht man es nicht wirklich dran. Ich brauche nur 4 Stück, danke. Waren doch 4 Stück, oder? Ja, 4 Kohle, 6 Kupfer und 10 Holz. 10 Holz bitte. So. Was habe ich noch gemacht? Ich glaube, ich habe die Map noch ein bisschen weiter aufgedeckt. Ich bin mir da jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Ich habe einige Dungeons gefunden, die ich dann später mit der Person machen möchte, die dazukommt. Und ja, lasst euch einfach überraschen, wer dazu kommt. Ich werde noch nicht so viel verraten. Was hier, Kohle fehlte noch. So. Wir werden uns jetzt die Schmiede hier hinsetzen. Und, hallo? Wow, die braucht ganz schön viel Platz. So. Ja, gut. Nein, jetzt habe ich wieder was Falsches gedrückt. Man kommt da hinten aber noch ran. Das ist, ja, es passt so, wie es ist. So, wir gucken mal. Wir können Bronze herstellen, wir können ein Kupfermesser herstellen. Und die Animation hier, die ist mal richtig nice. Kupfermesser, da brauchen wir allerdings wieder Holz. Das wird aber nicht verballert, das werden wir nämlich noch brauchen. Wir stellen erstmal ein Kupfermesser her, würde ich sagen. Ja. So, neuer Gegenstand. Und wir stellen direkt mal 5 Bronze her. Und schaut an, was wir alles gekriegt haben. Holy shit. Bronzenägel. Brustplatte aus Bronze. Bronzepfeil. Bronze. Altbier. Okay. Ohne Bronzeaxt. Wir können die weißen Bäume fällen für Edelholz. Wir können einen Flug herstellen. Einen Bronzehelm. Ein Streitkolb. Eine Bronzepicke. Geil. Ein Bronzeschild. Bronzeschwert. Und ein Bronzespeer. Noch irgendwas aus Kupfer? Weil ansonsten mache ich jetzt nur. Ja. Bronze, würde ich sagen. Wir brauchen also sehr viel Kupfer, wenn wir danach gehen.
Und das heißt auch, dass ich wieder farmen darf. So, wir könnten uns auf jeden Fall das Bronze-Schild herstellen. Hier brauchen wir Leder. Für die Axt brauchen wir auch wieder Leder. Hierfür auch. Was hat denn das Bonus? Haltbarkeit 1000. Holy shit. Rüstungs 8 Punkte. Aber Bewegungstempo ist eingeschränkt. Oh, scheiße. Das ist aktuell nicht gut. Das soll jetzt mal ganz kurz hier rein, dass ich die Kohle einsammeln kann. Danke. Okay, wir brauchen auf jeden Fall... Wir legen uns ganz kurz hin. Wir brauchen auf jeden Fall Leder und Rehhaut. Das werden wir uns alles noch gönnen in dieser Folge. Wir werden uns schön upgraden, dass wir für den Uralten gerüstet sind. Im Übrigen, für den Uralten. Wir haben ja, als wir die Trophäe von Eiktür weggebracht haben, gesehen, dass es ein Bäumchen ist. Ich habe hier schon einmal Brandpfeile hergestellt. Ich hoffe, die reichen auch vollkommen aus. Ich hätte gern einmal 50 von allem. Und warum bin ich schon wieder so schwer? Ja. Wir wissen's. Und die Kohle ist auch fertig durchgeraddert. Hui, komm! Alter Mann. Den Uralten werde ich dann mit der Person zusammen erlegen, die mitspielt. Und ja. Komm, einmal da rein mit der Kohle, bitte. Danke. Upgrade könnte ich das Kupfermesser. Für was brauchen wir eigentlich die Nägel? Das ist so meine Frage. Haben wir denn etwa hier... Oh. Oh. Wisst, was das bedeutet? Ich muss auf jeden Fall diese Werkbank auch noch mal upgraden, ne? Damit wir sehr viel neue Sachen herstellen können. Das heißt, hier unten, ich brauche Feuersteine. Weil ich weiß nicht, ob ich die Schmiede, den Schmiedetisch, ich hätte den hier draußen hinstellen können. Oder eventuell hier drinne. Aber da hier eh kaum Platz ist, machen wir das doch lieber draußen. Wir nehmen das da, oh, jetzt sind wir wieder zu voll. Und wir nehmen einmal das vorsichtshalber mit. Aber holy shit, also. Gleich mal gucken, es kommt gerade... Da hinten kommt ein Gegner. Wir machen erst einmal den hier. So. Das ist jetzt nur, damit wir die Werkbank upgraden. Könnte ich es jetzt zur Stufe 3... Und wir werden mal da hinten dieses Tierchen erlegen gehen, wo der jetzt auch immer hin ist. Da ist er.
Na, ernsthaft? Scheißdreck. Komm her. Na, wirst du? So. Keine Lust, dass der meine Häuser angreift und die Wände einreißt, denn das haben die gerne drauf. So, jetzt erstmal kurz was snacken und dann geht's weiter im Geschehen. Das da brauchte ich jetzt, um wieder etwas herzustellen zum Upgraden, oder? Genau, Schmiedeverbesserung. Den stellen wir hier hin. So. Dann können wir das hier. Dazu brauchen wir Edelholz. Das ist für die Werkbank wieder da. Edelholz hatte ich auch hier. Hatte ich nicht drinne. Kernholz war das. Edelholz haben wir also draußen. Da machen wir uns gleich drei Werkbänke, die verbessert werden. Ne? Wie viel Edelholz brauche ich? 10, also 20 und Bronze 6 Stück. 20 davon. Und wir brauchen nochmal Bronze 20 Stück. Und die haben wir allerdings nicht mehr. Das heißt, wir können nur ein einziges Mal aufrüsten. Ne? Das ist natürlich nicht so gut. Ach du Heimatland. Okay, das muss sehr nah an der Werkbank sein, so wie es aussieht. Ich würde sagen, wir stellen das einfach daran. Hä? Oh, Verbesserungsschmiede? Okay. Hä, Schmiede, Kühlvorrichtung? Für was das? Die Schmiede ist ja der Tisch. Ist aber auch wieder eine Schmiedeverbesserung. Ja gut, dann müssen wir das dort irgendwo hinbauen. Und ich weiß auch schon, wo genau. Gucken, ob das geht. Nein, es geht nicht. Warum? Gehst du jetzt? Sag mal. Hä? Ich möchte das nicht hier drinnen hinbauen. Oh lol. Moment mal. Der hat doch gerade auf das hier. Haben wir das eingesammelt? Wir werden das mal alles vorne hinbauen. Sicher ist sicher. Dann könnte man nämlich diesen Drexler, Dexler oder wie das Ding heißt, auch hier vorne hinstellen. Als erstes das da. Das ist halt alles zu weit weg. Ja, das ist schon zu weit weg. Okay. Das bedeutet, wir werden die Schmiede wohl doch etwas größer bauen müssen. Ne? Was ich persönlich eigentlich nicht so gut finde, aber es geht nicht anders. Da werden wir uns also noch... Da werde ich mich offscreen drum kümmern.
Auf jeden Fall haben wir schon mal ein wunderschönes neues Messer. Wir werden uns noch sehr viel herstellen. Ich werde auch offscreen wieder Ressourcenfarm ohne Ende. Und ja, ich wollte noch mal in die Werkbank gucken, ob wir da jetzt auch was Neues herstellen können. Nein, da können wir noch nichts herstellen. Schade eigentlich. Ja gut. Wir haben jetzt unsere Schmiede, wir haben unseren Amboss. Ich werde das ganze Teil hier doch noch mal etwas umstrukturieren und umbauen. Da wird, ich denke mal, ich werde hier zwei Wände nach vorne bauen. Und dann passt das alles schon. Dann ist es zwar wieder ein bisschen größer, aber von der Form her lasse ich das gleich. Es kommen halt, wie gesagt, nur zwei Wände ran. Das Dach. Und eventuell ein paar Stützpfeiler, die ich drinne setze. Bei dem haben wir es ja auch gerade so hinbekommen, dass das Haus steht ohne Probleme. Frage ich mich immer noch, wie ich das hinbekommen habe. Und ja, auf jeden Fall erst mal was snacken hier. Ihr seht es auch, hier sind neue Kisten dazu gekommen, denn ich brauche einfach den Platz. Ja, dann haben wir hier ein Level 2er. Eine Level 2er Werkbank. Ja, hier, Werkbankverbesserung. Aber die Ach, ich brauche eine Schmiede im Inventar, oder wie? Nee. Die muss auch in der Nähe stehen. Ja. Genau. Entschuldigung. Ja, gut. Dann werde ich erst einmal das Häuschen etwas umstrukturieren, umbauen. Und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da, ich antworte auf jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.